Also, der Christine ist bestimmt seit 2 oder 3 Stunden hier. Jetzt ist es 17:45 Uhr und es ist arschkalt. Lass uns rein, verdammt! Und kein weiterer Fan in Sicht. Das macht uns voll Angst, Junge. Hier steht noch keiner, Andreas. Was ist denn los? Aber es kann keiner von außer uns behaupten, dass sie ganz harte Fans sind. Nur wir drei. Ach Gott. Ah, das sieht gut aus. Also, ah, jetzt was ich bei Ruth auf so ein Bild völlig ausrastet, das tut, als wäre es ein fantastisches Konzert gewesen, oder? Es ist ein Konzert. Könnt ihr euch ausziehen, was ihr wollt? So, Achtung, geht los. 3, 2, 1. So, das war einmal die analoge Rutsche. Das ist 360-Grad-Kamera. Ich nenne das das Buranirama. Das ist ein Dackel. Und ist noch mit Film, es dauert ein bisschen. Film, das kennt ihr wahrscheinlich hier vorne nicht mehr. Vielleicht. Machen noch ein digitales, da wisst ihr Bescheid. Ja! Ja! Jetzt haben wir die Band fast durch gleich. Selbstauslöser ist eingestellt. Achtung! Ich wäre länger dort geblieben.
Jakob und Julius und mit dir und dass du noch meinen Namen hast. Oh, das war so schön. Danke, Andreas. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist echt so schön gewesen. Und oh, du hast auch mein T-Shirt unterschrieben und das Poster. Oh, das Poster, das ich mir einrahme. Ach ja. War halt geil. Danke für diesen Tag. Ich hoffe, es war nicht der letzte Tag. Ja, hier sieht man die Setliste von der wundervollen Stopp- und Fantasietour 2012. Ich fange einfach schon mal an zu reden, um die Zeit so ein bisschen mitzunutzen. Ich bin extrem überrascht von dieser Tour. Ich bin... egal. Scheiß auf die Hand. Pech. Also, ich bin extrem überrascht von dieser Tour. Ich habe 3 Konzerte, wie man eben sieht, mitmachen können. Hamburg, Hannover, Berlin, falsche Reihenfolge, aber das ist ja nicht so wichtig. Und Hannover ging eher bei der Startschuss der Tour und es war bombastisch. Also es war eine richtig geile Stimmung, total genial, es hat richtig viel Spaß gemacht. Andreas ist wie ein Wirbelwind auf der Bühne, wirklich, das muss man gesehen haben. Der springt von einer Ecke in die nächste, tanzt und man denkt, es ist echt lustig. Die Band ist auch total gut, es macht total Spaß, denen zuzusehen, wie sie da ihre Instrumente im Griff haben. Und einfach diese Stimmung, einfach alle grölen die Songs mit. Grölen ist wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Jedenfalls bei mir. Singen kann man das ja nicht nennen. Und es hat einfach so eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist viel, viel schöner als die Festivals. Und man muss auch einfach sagen, dass es live schöner klingt als auf Platte. Ganz ehrlich, es klingt so viel besser live auf dieser Bühne. Mag an der Atmosphäre liegen, das kann sein. Aber auch so diese Umsetzung der Songs, es ist ein bisschen rockiger teilweise. Wenn man dann diese Parts hat, wo dann vielleicht nur ein Instrument gespielt wird oder sowas. Und wenn man von dieser Instrumente extrem klar raushört, was da gerade gespielt wird, zum Beispiel die Gitarre oder das Piano, beziehungsweise hier die Keys, egal. Das ist auf jeden Fall total klasse und es macht sehr viel Spaß. Und man lernt durch Andreas Borani auch neue Leute kennen. Wenn man kommunikativ ist, und das sind wir ja, hoffe ich, alle. Ich weiß nicht, jeder für sich muss das entscheiden. Ja, Hannover haben eine wundervolle Freundin und ich einen wundervollen Abend verbracht mit ganz, ganz vielen tollen weiteren Leuten, die wir kennengelernt haben und worüber wir sehr, sehr froh und glücklich sind. In Hamburg waren die Mädels leider nicht mehr dabei. Da haben wir jemand anders kennengelernt, der auch sehr, sehr lieb war und auch sehr, sehr toll ist. Auch eine ganz, ganz tolle Person. Liebe Grüße an euch alle, ne? Ja, Hamburg war anders von der Stimmung her, war nicht ganz so bombastisch wie Hannover, aber war trotzdem gut, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Tasche unterschrieben hast. Ich nutze sie für die Konzerte, versprochen. Ist auch sehr praktisch, wenn man da nur das Wichtigste reinkriegt und nicht jeden Scheiß mitschleppt. Hat schon was. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank. Ja, Berlin. Berlin war auch nochmal richtig genial. Also auch das Ganze drumherum. Es war sehr, sehr genial. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr, auch sehr emotional, fand ich. Also als ich Songs wie So leicht so schwer gehört habe. Oder Mit der Zeit oder auch Rolling in the Deep. Das sind alles sehr emotionale Songs. Und ich finde, es ist eine ganz eigene Stimmung. Man will irgendwie nicht ans Weinen denken, tut es aber trotzdem, aber man weint nicht. Also ich jedenfalls nicht, weil ich das versuche zu unterdrücken. Irgendwie, indem ich mich ablenke und, keine Ahnung, die Band angucke oder an irgendwelche blöden andere Sachen denke, aber ja, nicht mich auf diesen Song jetzt genau einlasse und diese Emotionen, die man dann fühlt, rauslassen. Das geht irgendwie nicht. Muss man ja auch mal sagen. Nee, war schon eine tolle Tour. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr überrascht über das Live-Programm von Andreas. Ich bin sehr überrascht von deinem Getanz. Ich finde das total genial. Deine Schuhe sind übrigens super. Finden wir alle. Ne, Maxi und Jenny und so. Grüße ans Forum. Also, es war toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine weitere Tour. Ich hoffe, es kommt ganz, ganz bald eine. Vielleicht ja schon irgendwie im Herbst oder so. Die nächsten Konzerte stehen. Unheilig ist auch schon gebucht. Wir sind dabei. Wir rocken. Es macht Spaß und weiter so.
Ja, hallo, wir sind die Band von Andreas. Wir sind heute im Postbahnhof in Berlin. Es ist 1. April, Tourabschluss. Wir freuen uns total, dass die Tour eigentlich vorbei ist. Von mir aus könntet ihr noch gerne zwei Wochen weiter. Das hat einen riesen Spaß gemacht mit den Jungs. Wir verstehen uns alle gut. Und heute ist ein besonderes Konzept für uns, weil wir wohnen alle in Berlin. Heimspiel. Und es kommen Heimspiel und es kommen halt viele Freunde, Familie. Ja. Gästeliste ist voll. Die platzt sozusagen. Genau, so wichtig, wenn die Tour noch zwei Wochen weitergeht. Ja. Irgendwie ist es ja schön, weil wir sind ja alle befreundet auch untereinander. Man sollte es kaum glauben. Mhm. Weil wir kennen uns ja alle schon eine Ewigkeit. Und deshalb ist es, glaube ich, umso schöner, mit Freunden auf einer Tour zu sein. Und dann auch noch mit dem Nightliner. Und dann auch noch mit dem Nightliner und so gekocht. Und ja. Man muss sich um nichts kümmern, man kann eigentlich nur Spaß haben. Das war echt fast wie Urlaub. Ja. War leider ein bisschen kurz, also wir waren jetzt zwei Wochen auf Tour, ne? Ja. Das hätten auch eigentlich vier Wochen sein können. Ja, aber. Also jetzt so eine Woche zu Hause und dann nochmal das Gleiche. Ja. Man merkt ja immer daran, ob eine Tour gut oder schlecht war, wenn sie ganz schnell vorbeigeht, gefühlt, dann war es gut, weil die Zeit ist einfach verflogen, weil wir so viel Spaß hatten. Ja, C ist es definitiv nicht geworden. Ja. Allerdings hatten wir ja auch einige Unterbrechungen mit diesen ganzen Awardshows zwischendrin. Ja. Stimmt, wir waren beim Echo, da waren wir ja nominiert. Ist leider nichts geworden. Dann Radio Riechen, oben Award, waren wir noch in Karlsruhe. Da waren wir nicht nominiert, da waren wir gewonnen. Ja, bester Spielkampf. Ja, und beste Aftershow-Party. Beste Aftershow. Und beste Vorstellung. Da ist mein Leben ganz vorne. Der hat die Aftershow-Echo, hat er dieses Jahr auch Jürgen ist so der fast Party zu spät zum nächsten Konzert gekommen. Jürgen ist das Partytier. Firebeast. Aber auch gleichzeitig der sportlichste. Ja. Wobei, wir haben ja Lichtmann. Und wir haben Lichtmann hier mal eben. Wir machen einen Turm. Lichtmann aus. Ganz lieber Kerl. Das sagt er jetzt nur. Ganz lieber Kerl. Das sagst du nur von der Kamera. Nur wenn die Kamera läuft, muss man nicht arbeiten. Ja, der hat das Licht auf der Turm gemacht. Ganze, komm mal her. Keule. Hacke, komm mal. Sag mal was in die Kamera. Komm. Was soll ich denn sagen? Komm mal rein. Ja, sag mal, wie du so. Ja, komm, ich bin da. Wie du uns so findest. Wie ich euch finde? Ja. Boah, ja. Nee, da kann ich jetzt nicht auf den Specken. Das kannte, ne? Das ist der Security-Tür von Andreas. Ja. Wenn einer schief kommt, ne? Wegstreffen. Der Mann mit dem Schuh. Ja, stimmt mich hier eigentlich? Nee, nein. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Keine Foto, bitte. Problem ist auch auf einer Tour immer. Vielleicht am eigenen Bild und so, ja. Problem ist auf einer Tour, überall wo man hinkommt, stehen Chips, Schokoriegel. Ja. Und man kann davon einfach nicht lassen. Und dann ist man wahrscheinlich nach der Tour, hat man richtig zugenommen, weil man jeden Tag Chips isst. Ich sollte nachher schon wieder anfangen. Mhm. Ich habe schon zwei Postfahrer gegessen. Hey, und ein hoch auf unseren Busfahrer! Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen? Ich euch. Nur raus da. Was für ein Gefühl ist es denn für euch, auf der Bühne zu stehen? Arschloch. Ja, das kann man die ganze Zeit auf den Boden bringen. Leider geil. Oder was ist für ein Gefühl, wenn ihr auf der Bühne seid und alle starren euch an und warten darauf, dass ihr anfangen? Das muss ja der Tourmanager machen. Wie der andere Frau schon angefangen hat. Und der Tourmanager, der startet immer das Intro am Laptop, dann kommt immer so eine Minute Sound und dann klatschen schon. Und dann gehen wir rauf. Und ja. Es ist definitiv besser auf der Bühne was zu tun, wie nichts zu tun, wenn dann die Leute anstarren. Wir dürfen ja Musik machen, das ist ja toll. Die Stimmung war auch sehr gut auf der Tour, ne? Also es gab eigentlich in jeder Show, die Leute konnten die Texte, haben mitgesungen, haben fleißig mitgemacht. Also, was war das Highlight? Kakao? Ich werde es sagen. Wo kommt es denn? Kannst du doch einspielen?
Wir haben nur Heimspiele. Stuttgart hat Hannover auch gut gespielt. Berlin hat gespielt. Hannover war auch gut gespielt. Oh ja. Hannover war super. Ja. Aber heute können wir vielleicht das nochmal toppen. Hat Potenzial. Weil heute kommen halt so viele Freunde auch. Auch und, ja, stimmt. Meistens sagt man ja, wenn die Erwartungen so hoch sind, dass... Ich habe an Berlin eigentlich nicht so hohe Erwartungen. Okay, das ist gut. Weil meistens so, wenn man keine Erwartungen hat, dann wird es super. Und wenn man zu eine große Erwartung hat, dann geht es nach hinten los. Schauen wir mal. Catering-Preis geht an Hamburg und Dresden, oder? Hamburg und Dresden war bisher das beste Catering. Wobei, heute sind wir auch noch richtig. Was war da anders? Na, einfach die Qualität und die Erwartung. Also wir hatten ganz viel Mühe gemacht, ganz viele verschiedene Sachen. Auch was hast du denn die Lieblingsessen? War das Bein? Ja, Schweinshaxe sind natürlich, oder? Also erst die deutsche Hausmannspost. Wobei die Tapas in Köln waren schon auch sehr geil. Ja, die waren auch gut. Köln war auch gut. Ja, aber das fällt ja so ein bisschen raus. Das war jetzt nicht Cake. Ja, das stimmt. Gibt es einen Song, den ihr besonders gerne spielt und einen vielleicht, den ihr nicht so gerne spielt? Am liebsten spiele ich so leicht, so schwer. Ah. Ich bin ja großer Fan von Roaming in the Deep. Ja, richtig, das ist gut. Ich mag am liebsten diese Eisbergen, wo man ganz am Schluss dann an der ist alleine spielt. Dann kann Ralf noch ein Bier trinken. Das ist ja schon ein Feuer. So, ja. Nee, aber jetzt im Ernst ist dann deine. Also, auch auf Tour war. Es gibt so Songs, die verändern sich auf Tour. Auf der Platte war zum Beispiel eine Nummer, Fremder Planet, nicht meine absolute Lieblingsnummer, aber jetzt auf der Tour, weil die so mitten im Set ist und so losrockt, irgendwie hat man so das Gefühl, okay, jetzt fängt das Konzert richtig an. Ja. Und das ist einer meiner Lieblingsnummern. Aber ich mag auch so die ersten Songs, so Untergegangen, Glück. Ja, aber die mochte ich auch davor. Die mochte ich auch davor. Und so ähnlich geht es mir auch mit E. E würde ich dann. Ich weiß auch nicht, meine Idee. Die Schleier auch geil, die Platte. Die macht ja. So aus Sicht der Fans ist die ganze Platte nicht so gut wie das Live-Programm. Also finde ich. Und ich habe auch ganz viele andere Leute gefragt, die das ähnlich ging. Also mit den Leuten, die nicht da war, die fanden das Live alles viel, viel besser als die Platte. Das mag sein, ja. Das mag sein. Ich habe viel Licht mitgenommen hier, der Kollege. Und das ist natürlich. Aber es ist ein schönes Kompliment, wenn es so ist. Also ja. Ich finde es nicht so schön, wenn es anders ist. Nee. Wenn Sie sagen, die Platten ist viel geiler, wie was da live ist. Genau. Aber es stimmt wirklich. Also ich kann das ja persönlich beurteilen, jetzt durch Hamburg und Hannover. Und ich fand wirklich, also gerade in Hamburg konnte man ja nochmal speziell, weil man ja wusste, was wann passiert. Aber man hat wirklich gedacht, okay, ja doch. Ich würde mir eher das Live-Programm anhören als die CD, glaube ich. Ja. Also, so eine Live-CD wäre cool, wo ihr alle Songs nochmal live sozusagen auf CD bringt. Das hatte ich ja auch erwähnt. Ja. Also ich habe so ein paar Sachen auf dem Rechner. Kann ich euch gern verkaufen. Kann ich auch. Ein paar Bootlegs. Genau. Ja, bei uns macht das auch live total Spaß. Also das ist uns allen. Das ist... super, weil das ist so, wenn du siehst, so die Leute singen Texte mit und die haben Spaß, dann macht es auch einfach vielleicht viel mehr Spaß. So. Und das war wirklich, also ich muss sagen, Duran-Fans, Respekt, es waren viele Leute, die Texte konnten. Also, selbst der Lichtmann singt mit. Selbst der Lichtmann, der Hund, der Lichtmann tanzt. Der tanzt sogar. Das ist super, das ist echt immer motivierend. Wir gehen auf die Bühne, wir spielen noch nicht mal und der Lichtmann ist da. Ich glaube, die Leute tanzen auch nur, weil der Lichtmann tanzt. Die sehen mich gar nicht. Die sehen mich gar nicht. Du kriegst da noch eine Tanzpauschale. Da kriegst du 50 Euro mehr, wenn du tanzt. Die Entertainer-Pauschale. Die Entertainer-Pauschale. Der Animateur. Ja. Nicht cool. Könntet ihr euch vorstellen, die Tour bald zu wiederholen? Oder plant ihr sowas vielleicht auch schon? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Das ist ja der Super. Ja. Oder erstmal Urlaub vom Tourlauf, ne? Nee, also das wird auf jeden Fall weitergehen im Sommer schon mit Unheilig. Die sind, glaube ich, 25 Termine. Und dann kommen auch noch so eigene Festivals. Tuttlingen. Was? Tuttlingen. Genau. Also da kommt noch einiges. Und vielleicht machen wir auch im Herbst nochmal die Erinnerung. Ach, ein Tuttling. So.
Wir sind auch bald noch in Hannover jetzt am 9. Ostermontag. Zum Glas von Radio FNN spielen wir auch. Also es gibt immer so ein paar Netze los jetzt. Es ist immer Tag hin. Cool. Möchtet ihr noch was zum Abschluss sagen? Mir fallen keine Fragen mehr ein. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, ich würde sagen, wir starten das schon. Das ist das Obligatorische. Vielen Dank für alle Fans, die hier auf den Konzert waren. Ich bedanke mich bei Ralf. So, auch dann bedanke ich mich auch noch bei Arne. Ich bedanke mich auch bei allen Fans, weil das ist ja immer, die Konzerte werden ja nur so gut wegen den Fans. Die waren wirklich super. Und dann noch unser ganzen Crew. Also war ein super Team. Es gab nicht einmal irgendwie Ärger. Wir hatten es großen Spaß gemacht und gerne bald wieder. Tschüss. Tschüss. Wir haben euch alle lieb.